Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein Video von Rabbi Singer, der Jesaja 7 auslegt. Das Video ist sehr kompliziert. Die Auslegung von ihm ist schon schwierig und es ist doppelt schwierig, jetzt die christliche und die jüdische Auslegung nebeneinander zu sehen. Ich rate jedem, der das Video hier anschauen möchte, erstmal die Videos anzuschauen über die Wiedergeburt Jerusalems. Und auch die Videos über Jesaja Vers für Vers gibt es auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch dort anschauen. Diese Kapitel sind hochkomplex und sehr schwierig und ohne die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems und einiger endzeitlicher Themen nicht zu verstehen. Ja? Also ihr müsst erst diese Videos anschauen. Es gibt auch eine Reihe Jesaja Vers für Vers, die empfehle ich da auch anzuschauen, weil wir jetzt die Auslegung vom Rabbi Singer, also die jüdische Auslegung, der christlichen Auslegung gegenüberstellen. Und das Video ist an sich schon so lange, dass das zu viel Zeit braucht, wenn man das jetzt alles im Detail erklärt, wie das mit der Wiedergeburt Jerusalems etc. zusammenhängt. Dieses Wissen setze ich voraus bei diesem Video hier. Ich denke trotzdem, dass das sehr, sehr spannend ist, das mal gegenüberzuhalten und zu gucken, wie die Auslegungen differieren und wie die unterschiedlichen Sichtweisen sind. Ja. Ich zeige das immer so, dass ich Abschnitte von dem Rabbi Singer zeige und die dann unterbreche und Kommentare dann dazu abgebe und dann wieder den Rabbi Singer einblende. Ich glaube, das wird spannend und ich wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen.